Ich wünsche Ihnen in alle Richtungen ein diplomatisches Glück auf. Zum sechsten Mal trafen sich Vertreter des Fußballs, Trainer, Spieler und Funktionäre im Auswärtigen Amt, um den deutschen Fußballbotschafter 2019 zu küren. Der Gewinner des Trainerpreises heißt in diesem Jahr Jürgen Klopp. Der frühere Dortmund- und jetzige Liverpool-Coach konnte nicht teilnehmen und schickte Grußworte. Vielen, vielen Dank für den Preis. Ja, Petra und Michael hätten das mit Sicherheit genauso, wenn nicht sogar noch mehr verdient. Ich bin zum einen gerne Deutscher, ich bin gerne Europäer und ich lebe auch sehr gerne in England. Klopp bereitet sich gerade mit Liverpool auf das Champions-League-Finale vor. Er hat das Team wieder zu einer Größe im europäischen Fußball gemacht, aber er hat auch mehr bewirkt in England. Ja, ich glaube, dass Jürgen Klopp natürlich in England für manchen Engländer das deutsche Bild ganz stark verändert. Das ist eben ein Mensch, der nicht ständig nur griesgrämig reinschaut. Das ist ein Mensch, der leidenschaftlich Fußball lebt, der aber auch ansonsten ein leidenschaftlicher Mensch ist und der sehr viel Mitmenschlichkeit auch ausstrahlt. In England zeige ich den Leuten auch, die Deutschen sind nicht nur pünktlich, sondern auch ab und zu lustig. Dass das dann am Ende zu dieser Ehrung führt, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, macht mich aber trotzdem ganz glücklich. Und jetzt fühle ich mich ehrlich gesagt auch in der Pflicht, dieses Amt sozusagen weiterhin auszufüllen. Bernd Schuster erhielt den Ehrenpreis für seine Rolle als Spieler und Trainer im Ausland. Den Großteil seiner 40-jährigen Karriere hat er in Spanien verbracht, spielte unter anderem bei Barcelona, Real und Atletico Madrid. Das macht natürlich stolz, macht einen froh. Es sind viele Jahre vergangen in unserem Beruf als Fußballer, als Trainer. Und dann so eine Anerkennung zu bekommen, ist schon toll. Also wenn wir jetzt hier beim deutschen Fußballbotschafter sind, da muss ich sagen, wenn es einen Botschafter, ein deutscher Botschafter in Spanien gegeben hat, das war und das ist der Bernd Schuster. Torhüter Marc-André Ter Stegen schickte seine Grüße aus Barcelona. Er wurde von 10.000 Fans unter 11 Nominierten zum Fußballbotschafter 2019 gewählt. Vielen, vielen Dank für den Preis. Ein großes Dankeschön für die großartige Unterstützung und danke an alle, die mich und meine Saison so intensiv verfolgt und mich letztlich auch gewählt haben. Der Fußballbotschafter 2019 macht Lust auf mehr.